Ganz ehrlich, wir sind genervt. Denn immer mehr Hersteller werfen mit Superlativen um sich und nennen selbst Einstiegsprodukte Pro, Creator, Ultra und so weiter. Dementsprechend waren wir sehr skeptisch, als unser Testgerät zum Lenovo IdeaPad 5 Pro erreichte. Unter 900 € und dann noch Pro im Namen? Schwierig. Ist die IdeaPad-Reihe doch eigentlich eher Lenovos Serie für Medienfans, während ThinkBook und ThinkPad sich eher an Pro-User richten. Aber ein Blick aufs Datenblatt hat uns ein bisschen besänftigt, denn mit 16 zu 10 Display und 2K-Auflösung bringt das 5 Pro hier schon mal einen Pro-mäßigen Formfaktor mit. In 14 Zoll ist das für mich schon nah dran am Ideal, aus portabel und trotzdem genügend Bildschirmfläche, um effektiv darauf arbeiten zu können. Auch der haptische Ersteindruck stimmt, muss sich nicht vor der deutlich teureren Konkurrenz verstecken. Ihr bekommt ein Alu-Gehäuse mit spezieller Legierung, die sogar einigermaßen resistent gegenüber Fingerabdrücken ist. Und das 5 Pro lässt sich mit einer Hand öffnen. Nice Sache, wenn man gerade mal gedankenversunken mit der Kaffeetasse in der Hand herumsteht und dann beim nächsten Heureka-Moment schnell den Laptop öffnen will. Ich bin echt kein Apple-Fan, aber es hat schon seine Gründe, warum das bei deren Laptops geht und Kreative sie dafür eben abfeiern. Ansonsten, das Gehäuse ist verwindungssteif, trotzdem schön leicht und schaut sich die Anordnung der Lautsprecher hier ebenfalls bei einem gewissen Pro-Modell mit Apfel drauf ab. Die beiden Speaker flankieren eine der besten Windows-Tastaturen unter 1000 €. Also ohne Witz jetzt. Ich war wirklich überrascht, wie gut hier Druckpunkt und Tastenhub sind. Die Tasten sitzen fest im Gehäuse und geben beim Tippen die Illusion, dass sie ein gewisses Gewicht haben. Somit hatte ich fast das Schreibgefühl von einer externen Tastatur. Sehr nett und perfekt für längere Texte. Ebenfalls cool, die Einstellung der Tastenbeleuchtung lässt sich direkt beim Halten der Fn-Taste und der Leertaste bewerkstelligen. Das Touchpad ist ebenfalls solide, fällt im Vergleich zur wirklich herausragenden Tastatur aber ein bisschen ab. Zum einen hätte ich es mir etwas größer gewünscht, zum anderen klackert es bei festerem Druck etwas. Dafür ist die Oberfläche aber angenehm samtig und die Reaktionszeit sehr fix. Ebenfalls fix war die Infrarot-Webcam mit Windows Hello-Funktion. Zwar bin ich weiterhin kein Fan der Bildqualität von 99% der Windows-Webcams, doch das schnelle Anmelden via Gesichtserkennung funktioniert nach einmaligem Einrichten echt gut. Für häufige Videokonferenzen solltet ihr euch aber eine frontale Lichtquelle besorgen, denn ansonsten verkommt das Bild der 720p-Cam hier drin zu einem einzigen Pixelbrei. Kurzes Zwischenfazit: Die Eingabegeräte, der Formfaktor und die Haptik des 5 Pro müssen sich schon mal nicht vor der deutlich teureren Konkurrenz verstecken. Doch echte Pros brauchen meist auch viele Anschlussoptionen. Viele Kreativlaptops haben es aber zuletzt zum unschönen Trend gemacht, wichtige Ports einfach wegzurationalisieren. Looking at you, Apple. Bezeichnenderweise kehrt sich dieser Trend aber langsam wieder um, wie wir beim neuen MacBook Pro sehen können. Und auch Lenovo sitzt auf einen userfreundlichen Ansatz, bei dem ihr eben keine Kompromisse eingehen müsst. Neben zweifach USB-C mit Power Delivery und DisplayPort 1.4 Funktion stecken auch noch zweimal USB-A und einmal HDMI im Alu-Kleid des IdeaPad 5 Pro. Das Beste ist aber die Rückkehr von einem alten Bekannten. Ein vollwertiger SD-Kartenleser sorgt dafür, dass ihr eure Fotos und Videos schnell auf den Lenovo-Laptop bekommt. Einfach SD-Karte aus der Kamera und eben ab in den Laptop. Sie ragt zwar etwas heraus, aber für mich ist es einfach schön, dass richtige Cardreader ihren Weg zurück in Kreativ-Laptops finden. Insgesamt also wirklich ein Anschlussangebot auf Pro-Niveau mit einer kleinen Ausnahme. Thunderbolt gibt's nicht. Da Thunderbolt aus einer Kooperation von Intel und Apple entstanden ist, gibt es die schnelle Schnittstelle leider nicht in AMD-Laptops. Aufgrund der sonstigen Anschlussmöglichkeiten ist das hier aber nicht weiter schlimm. Nun aber zum wohl auffälligsten Merkmal des 5 Pro, dem Display. Denn das 2K-IPS-Display im 16 zu 10 Format klingt auf dem Datenblatt nicht nur vielversprechend, sondern sieht in der Praxis auch richtig gut aus. Die Blickwinkel sind IPS-typisch sehr weit und die Farben wirken natürlich. Dazu eignet sich das etwas höhere Bildschirmformat hervorragend fürs Multitasking. Es hat eben doch schon seine Gründe, warum Apple seit Jahren auf 16 zu 10 Displays setzt. Die objektiven Messungen unseres Spyder-X Elites können den richtig guten Eindruck dann auch bestätigen. Der Bildschirm des 5 Pro besitzt, neben einer herausragenden Farbtreue, eine weite Farbraumabdeckung und einen sehr hohen Kontrast. Also eigentlich alles, was man so braucht. Die Helligkeit ist ebenfalls auf einem guten Niveau und übertrifft die Werksangaben sogar leicht. Das einzige Manko: Erweiterte Farbräume für absolute Profis werden nur zufriedenstellend abgedeckt. Versteht mich nicht falsch, also es reicht, um unterwegs mal kurz das Fotoprojekt in Adobe RGB oder die Videodateien in DCI-P3 zu checken. Aber die finale Aufnahme solltet ihr dann auf einem externen Profi-Monitor machen. Das gilt aber für fast alle Laptop-Displays. Trotzdem ist es erstaunlich, wie viel Display man mittlerweile in Laptops unter 1000 € findet. Vor knapp 2 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Nun zu einem weiteren wichtigen Pro-Punkt, der Performance. Und da kommt zumindest auf dem Datenblatt nur eine Mittelklasse-CPU von AMD zum Einsatz, die aber immerhin von 60 GB an schnellem Arbeitsspeicher unterstützt wird. Das wäre vor knapp 3-4 Jahren noch inakzeptabel gewesen, aber heutzutage heißt Mittelklasse-CPU bei AMD 6 Kerne, 12 Threads und hohe Taktraten. Also eigentlich eine Config, die man vor ein paar Jahren noch in der Workstation vorgefunden hat.
Programme öffnen sich super schnell und selbst als Tab-Messi könnt ihr das Adirpad nicht zum Schluck aufzwingen. Die hohe Multicore-Performance des AMD Ryzen 5 5600U sorgt außerdem für flüssiges Bearbeiten von Bildern und Videos. Rendern geht mit der integrierten GPU des Prozessors aber nicht ganz so schnell wie bei Geräten mit dedizierter Grafikeinheit. Und selbst einfaches Gaming geht hier mit der integrierten Grafikeinheit. CSGO läuft in 1080p mit 50 bis 70 Bildern die Sekunde auf hohen Einstellungen und selbst das AAA-Spiel Shadow of the Tomb Raider kann man mit 30 Bildern die Sekunde zocken, wenn man auf der niedrigsten Detailstufe die Renderauflösung runterdreht. Nette Sache. Die SSD ist ebenfalls ziemlich fix und reizt die PCIe 3.0 Schnittstelle voll aus. Und trotz der relativ hohen Performance wird das Adirpad 5 Pro kaum laut. Dafür sorgt ein sehr großer Lüfter, den man im Betrieb so gut wie nie hört. Lenovo hat sich hier also eher für das Prinzip etwas mehr Wärme, aber dafür leiser entschieden, was ich prinzipiell gut finde, da die Temperatur trotzdem nie in kritische Bereiche geht. Im Stresstest waren so kurzzeitig 89 Grad drin, was nach viel klingt, aber noch weit von der maximal zugelassenen Temperatur des Prozessors entfernt ist. Auch nett, der Laptop kommt noch mit Windows 10 Home zu euch, fragt euch aber gleich bei der ersten Inbetriebnahme, ob ihr nicht Windows 11 installieren möchtet. Gute Sache, dass man hier die Wahl hat. Etwas kritischer ist meiner Meinung nach die vorinstallierte Bloatware zu sehen. Das Antivirenprogramm McAfee kommt wie bei vielen Laptops auch hier als Demo und will euch via Pop-Ups den Kauf der Vollversion aufschwatzen. Ich verstehe schon, warum Hersteller das machen und dass die Laptops dadurch auch teilweise günstiger angeboten werden können, aber ein bisschen nervig ist es trotzdem. Zum Glück könnt ihr McAfee schnell deinstallieren und einfach den Windows-eigenen Defender nutzen. Der ist mittlerweile gleich gut und nervt nicht mit Einblendungen. Da es sich beim AMD Ryzen 5 5600U um eine eher stromsparende APU handelt und auch der Akku des Adirpad 5 Pro ordentlich dimensioniert ist, ging ich bereits von ganz guten Akkulaufzeiten aus. In der Praxis haben sich die großteils bestätigt. Sowohl mit täglichen Browsen als auch Photoshop-Nutzung kam ich auf eine durchschnittliche Laufzeit von 514 Minuten, also gut 8,5 Stunden. Damit bringt einen das Adirpad schon problemlos durch den Arbeitstag. Die Displayhelligkeit hatte ich hierfür auf 70% festgelegt, was in den meisten Fällen mehr als ausreichen sollte. Ein weiteres nettes Feature ist die Schnellladefunktion. An einem kompatiblen 65 Watt Netzteil könnt ihr euch innerhalb von 15 Minuten ungefähr 2 Stunden Akkulaufzeit, also so ca. 20% holen. Von 0 auf 100% dauert es mit gemessenen 2 Stunden und 3 Minuten jedoch ein bisschen länger. Trotzdem noch ein solider Wert für ein Notebook. Was die Upgrade-Fähigkeit angeht, hat sich Lenovo leider auch von Apple inspirieren lassen und sich für 6 T5 Torx-Schrauben auf der Unterseite entschieden. Ein geläufigeres Kreuzschlitzformat wäre nett gewesen. Seid aber gewarnt, dass das Öffnen ziemlich schwierig ist und einiges an Geduld und Feingefühl erfordert. Immerhin ist hier nichts verklebt, ihr müsst also keine Gummifüße dauerhaft beschädigen und könnt im Inneren sogar die SSD und das Wi-Fi-Modul austauschen. Auch der Akku ist nur verschraubt. Sollten aber eigentlich alle Hersteller so machen. Ein bisschen blöd, dass wir das überhaupt noch positiv erwähnen müssen. Beim RAM könnt ihr hingegen nichts machen. Aber 16 GB sollten auf absehbare Zeit auch erstmal ausreichen. Kommen wir nun zu meinem wohl unliebsten Teil von Laptop-Tests, die eingebauten Lautsprecher. Bei vielen steht zwar Dolby, Bang & Olufsen oder irgendeine andere Hi-Fi-Bude drauf, aber ganz ehrlich, das ist nur Branding. Von Hi-Fi ist das so weit entfernt wie McDonald's von Haute Cuisine. Aber, und das muss ich Lenovo hier einfach mal lassen, die Abstimmung im Adirpad 5 Pro geht echt in Ordnung. Bauartbedingt sollte man jetzt keinen Bass erwarten, aber Mitten und Höhen lassen sich immerhin sauber voneinander trennen und es entsteht sogar ein solides Stereobild vor euch. In Tomb Raider konnte man so etwa einzelne Dschungelsounds so gut unterscheiden und eben auch orten. Dazu werden die Lautsprecher auch ziemlich laut und übersteuern erst relativ spät. Zum Abschluss lässt sich über das Adirpad 5 Pro sagen, dass es mir mal wieder vor Augen geführt hat, dass 14 Zoll im 16:10 Format einfach die perfekte Größe sind, um mobil arbeiten zu können und dennoch genügend Platz auf dem Bildschirm zu haben. Wenn das Display dann aber auch noch in fast jeder Kategorie überzeugt, die Eingabegeräte auf einem sehr guten Niveau sind und die Geschwindigkeit auch nicht verkehrt, dann haben wir es mit einem richtig guten Laptop zu tun. Dessen Akkulaufzeit kann sich ebenfalls sehen lassen und reicht auch noch für einen vollen Arbeitstag aus. Bei so viel Herausragendem fällt der Durchschnitt leider dafür umso mehr auf. Die Lautsprecher sind zum Beispiel nur solide und auch das Touchpad ist nicht auf dem sehr hohen Niveau der Tastatur. Aber gut ist es trotzdem. Auch die Webcam hat jetzt kein Pro-Niveau, aber das gilt halt auch für fast alle Windows-Laptops. Dafür habt ihr dann immerhin eine Windows Hello-Erkennung, die euch bei Bedarf sehr schnell via Infrarot anmeldet. Und dafür benötigt Lenovo nicht mal eine Notch im Display. In Anbetracht des Preises von unter 900 Euro bekommt ihr also sehr viel fürs Geld geboten, was von mir dann auch mit einer fast uneingeschränkten Empfehlung im Preisbereich bis 1000 Euro belohnt wird. Wollt ihr aber unbedingt ein OLED-Panel, lohnt vielleicht auch ein Blick zur VivoBook Pro-Reihe von Asus. Allerdings sind die Geräte bis dato kaum erhältlich, aber ansonsten zieht das 5 Pro auch einsam seine Kreise. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da oder drückt die Glocke. Wir sind bald wieder mit mehr Tests für euch da, also haut rein und bis dann.